Ja, hallo zusammen. Ich möchte hier an der Gelegenheit nochmal ein Projekt vorstellen, was so mein Pet-Project von zu Hause ist. Aber nicht nur einfach zum Rumspielen, sondern es ist tatsächlich auch so ein bisschen Technologieträger. Also im Sinne von alles, was ich so an Ideen mal ausprobieren möchte oder neue Technologien und so weiter, landen dann halt hier drin. Deswegen ist auch einiges drin, was jetzt nicht so das Standard-Neos-Projekt ist. Aber dazu gleich mehr. Genau, der erste Punkt ist, was soll das Ganze eigentlich überhaupt? Das ist naja, so einigermaßen schnell erklärt. Es gibt da einen Verein, der macht Star Trek Live-Rollenspiel. Und einmal im Jahr, also in diesem Jahr übrigens nächste Woche, treffen wir uns in einer Jugendherberge, schaffen insgesamt, also mit einem 7,5-Tonner und einem 3,5-Tonner, einen ganzen Kulissenfundus in diese Jugendherberge und bauen die halt in ein Raumschiff um. Soll heißen, da sind dann die entsprechenden Brückenrückwandkonsolen und so eine taktische Bogen, wie man kennt, von der Enterprise. Und als ich dann das erste Mal da war, dachte ich mir so, hey, voll cool, das ist ja alles voll schön. Funktionieren denn die Touchscreens eigentlich? Stellte sich raus, nein, hatten sie nicht, weil es gab da irgendwie Treiberprobleme und ich dachte, da gibt es da bestimmt irgendwie eine Lösung für. Und insbesondere ist auch einiges an Technik verbaut da drin tatsächlich. Also es gibt da zum Beispiel so einen Warp-Kern, wo LED-Streifen laufen, die man auch programmieren kann. Es läuft auch ein Computerspiel auf der Brücke als Brückensimulation, wo dann auch Raumgefechte geflogen werden können. Und das muss sich ja irgendwie alles anschließen lassen. Mal gucken, was da so geht. Das war 2013. Jetzt ist das Ganze jetzt im 12. Jahr jetzt. Und hat sich ein bisschen entwickelt seit damals. Genau, das ist so das Hauptraumschiff. Es gibt mittlerweile auch mehrere. Das Ganze ist in erster Linie natürlich eine Neos-Website. Die ist aber ein bisschen eskaliert. Das heißt, sie kann nicht nur Inhalte, also das kann sie auch. Sie kann aber noch sehr, sehr viel mehr. Das gucken wir jetzt mal so im Beispiel an. Genau, was man hier schon ganz gut sieht, wenn man mal so über das Neos-Backend geht, es gibt, glaube ich, so eins, zwei Standard-Notetypes, wie, was weiß ich, jetzt einen einzelnen Datenknoten, wo man einfach nur Text draufschreiben kann. Und ansonsten gibt es auch sehr, sehr viele interaktive Konsolen. Das hier ist jetzt zum Beispiel die taktische Konsole, eben auf der an der Brückenhinterseite am taktischen Bogen. Und das Schöne an der ganzen Sache ist, all diese Buttons haben eine Bedeutung. Das heißt, wenn man da auf roten Alarm drückt, dann ist halt auch roter Alarm. Und zwar schiffsweit. So heißen, wir sind jetzt hier irgendwie auf der Seite und gehen da mal auf den taktischen Bogen mal drauf. Machen noch eine zweite Seite auf, damit das nicht so langweilig ist. Und ja, wenn ich dann entsprechend hier auf roten Alarm drücke und der Socket-Server gescheit funktioniert, springt das Ganze halt jetzt auf Rot um, und zwar überall. Da sind jetzt schon beim ersten architektonischen Problem dran. Wie macht man das eigentlich? Weil man kann ja jetzt schlecht, also kann man schon, man kann natürlich alle Seiten ständig neu laden lassen, aber das macht ja keinen Spaß. Und man will ja auch ein bisschen mal was Neues ausprobieren. Also war die Überlegung, okay, wir haben jetzt irgendwie diesen Touchscreen und jetzt möchte ich irgendwie da auf den roten Alarm drücken und jetzt sollen halt ganz, ganz viele Dinge passieren. Ich hatte irgendwann am Anfang, dann kann ich ja einfach so einen Socket.io Node.js-Server aufsetzen, das ist ja genau für sowas da. Da habe ich ein bisschen JavaScript gelernt und irgendwie gesagt, ja, das geht schon irgendwie. Aber ich muss jetzt irgendwie alles doppelt implementieren, weil ich habe ja schon ganz viele Sachen, Komponenten, PHP-Codebase und so weiter. Die kann ich jetzt in JavaScript nicht benutzen, das ist ja irgendwie blöd. Nichtsdestotrotz hat das ganz prima funktioniert. Sämtliche Tabs hier haben jetzt halt eine Socket-Verbindung. Und kriegen dann entsprechende Nachrichten. Also insbesondere ist es jetzt gerade roter Alarm ausgelöst worden. War der jetzt global oder in einem bestimmten Raum? Welche Konsole bin ich eigentlich? Interessiert mich das? Und so weiter. Und entsprechend färben die sich dann halt rot und spielen noch lustigen Alarmsound ab. Ist auch nicht das Einzige, was passiert, weil jetzt läuft ja irgendwie dieses Computerspiel auf der Brücke und das ist Bridge Commander von aus dem Jahr 2001 oder so. Das hat natürlich keine Web-API. Soll heißen, man muss dann jetzt irgendwie an eine Tastatur und dann F9 drücken oder was. Stellt sich raus, jetzt kann man schon auch machen.
haben wir dann ein Arduino gekauft, den da als Tastatur angeschlossen, auf dem Arduino dann entsprechenden Software drauf programmiert in C. Der nimmt dann dieses Kommando, das über Netzwerk reinkommt, als JSON entgegen und drückt dann halt als Tastatur, als das er angemeldet ist, auf F9 in dem Spiel. Und dann ist da tatsächlich dann auch roter Alarm. Genau, das sind so die Dinge, die passieren. Und von diesen Konsolen gibt es halt eine ganze Menge. Und die meisten tun dort wirklich auch irgendwas. Als erwähnt. So, das hier ist jetzt zum Beispiel auch so eine Konsole, die dieses Computerspiel steuern soll. Stellt sich raus. Naja, manche Dinge muss man halt wirklich auch klicken im Interface. Und manche kann man auch einfach mit Tastenkommandos, die sind langweilig. Aber manche gehen halt auch einfach über Tastaturklicks. Ne? Menü, dritter Eintrag, erster Eintrag. Ja, so ein Arduino kann sich auch als Maus anmelden. Man muss halt nur wissen, was der Bildschirm für eine Auflösung hat. Dann kann man die Maus dann auch immer schön nach links oben bewegen, 100 Pixel nach unten, 200 Pixel nach rechts, einmal klicken. Und das Ganze löst tatsächlich auch ein Problem, weil wenn mehrere Leute mit unterschiedlichen Tastaturen am selben Rechner sitzen, passieren oft lustige Dinge. Zum Beispiel, dass die Menüführung der einen Person durch eine andere, durch den Tastaturdruck einfach mal spontan beendet wird. Das passiert hier nicht, weil diese Klicks halt so schnell sind, dass das kein Problem ist. Und man muss nicht mehr in den Menüs suchen, sondern hat genau das Interface, was man so braucht. So, dann haben wir jetzt auch sowas. Das heißt, man kann hier sich den Integritätsstatus von verschiedenen Subsystemen überlegen und im Maschinenraum fängt dann eine Konsole Alarm zu plärren, weil wieder irgendwas kaputt gegangen ist und dann können die Engineering Crews halt los und das reparieren gehen. Genau, das so von der Idee her. Was ich halt ganz schön finde, auch, das ist halt entsprechend modular aufgebaut. Das heißt, sämtliche Abteilungen an Bord haben ihre eigenen Composer-Pakete, die ihre entsprechenden Logiken abbilden. Und das Ganze ist, wie gesagt, über die letzten Jahre ein bisschen gewachsen. Mal einen kurzen Blick in die Codebase werfen. Das ist jetzt so die Paketstruktur. Das sind ein paar mehr geworden. Und nein, die sind nicht dazu da, weil ich gerne viele Pakete habe, sondern weil einfach unfassbar viel Zeug mittlerweile funktioniert. Ne? Von den medizinischen Akten, über einen Bioalarm in der Wissenschaft, wo dann auch so Anforderungen abgebildet sind wie, na okay, wenn jetzt jemand schiffsweiten Alarm auslöst, dann kann das aber nicht jeder wieder aufheben, sondern es muss mindestens von zwei Leuten gemacht werden. Das heißt, mindestens mal die Abteilungsleitung von Wissenschaft und Medizin müssen bestätigen, dass der jetzt wirklich vorbei ist. Und das muss natürlich irgendwo noch als Prozess abgebildet werden. Und insgesamt und überhaupt ist es ja sowieso bei so vielen verteilten Systemen, die da im Spiel sind, von den einzelnen Webbrowsern über eben den Raspberry, wo der Warpkern drauf programmiert ist, oder der Arduino, wo eben die Spielsteuerung drauf läuft, ja eigentlich ganz schön, wenn man irgendwie mit Ereignissen um sich werfen kann. Da gab es ja dann in Neos und Flow mal diese Initiative, hey, man könnte ja mal das Content Repository Event sourcen, und dann gab es schon das erste Event Sourcing Package. Und dann dachte ich mir, hey, das könnte man ja einfach mal ausprobieren, mal gucken, was passiert. Soll heißen, das ganze System ist Event sourced. Es gibt halt jede Menge eben Domain Events, wie zum Beispiel Alert Status was set, kann man hier mal irgendwie gucken. Ich meine, was ist mittlerweile in welchem Package gelandet? Genau, hier gibt es also diverse Events, die da irgendwie gefeuert werden können, die irgendwo hingehen. Das Ganze ist damals dann noch mit dem alten Event Sourcing Package entstanden. Mittlerweile ist es auf dem neuen Event Store Package. Entwickelt sich immer mal so ein bisschen parallel zum Content Repository. Und ich habe dabei festgestellt, ja, okay, man muss schon noch ziemlich viel Zeug immer wieder neu selber implementieren, aber es ergibt schon oft Sinn. Im Content Repository haben wir irgendwie Command-Handler und dann die Projections und das sind ja alles eher allgemeine Begriffe. Jetzt gibt es im Star Trek-Universum ja aber durchaus Fachbegriffe dafür. Das heißt, das, was in Neos die Command-Handler sind, sind halt hier die Subprozessoren. Die wiederum kann man mittlerweile auch ausschalten, weil sämtliche Subsysteme, die da auf das System zugreifen, sind wiederum Nodes. Das heißt, ich kann hier sagen, okay,
je nachdem, ich habe jetzt hier irgendwie einen Alarmstatus-Subprozessor, der kann jetzt nicht unfassbar viel konfigurieren. Ich kann aber zum Beispiel sagen, ja, der kann halt ausfallen. Das heißt, der kriegt dann eine entsprechende Property, ja, ist irgendwie disabled oder Integritätsstatus ist auf aus. Und in dem Moment, wo das so ist, kann ich von dieser Konsole auch den Alarmstatus nicht mehr ändern. Dann gibt es dann diesen typischen, Konsole funktioniert nicht mehr Sound und dann können die Leute erstmal gucken, was das Problem ist. So, davon gibt es eine ganze Menge. Es gibt irgendwie Alarmstatus, dann gibt es so verschiedene Aufgaben, die gestellt werden können im System. Mal gerade gucken, ob wir da ein paar schöne Beispiele haben. Das sind also im Prinzip auch sehr gerne verwendete Spielelemente. Deshalb zerlegen wir einfach mal eine neue an. Ich dann sagen kann, ja, lass die Leute mal eine Runde Whack-a-Button spielen. Und dann kriege ich halt hier so das klassische Feld. Dann kann ich irgendwie das Spiel starten. Dann muss ich halt die ganze Zeit immer die Knöpfe drücken, die gerade leuchten. Und dann sieht das tatsächlich genau aus wie in den Serien. Irgendjemand drückt irgendwie random auf Knöpfen rum und am Ende kommt was bei raus. Genau, den Endpunkt auf der anderen Seite haben wir uns tatsächlich vorhin bei Skimonio schon angeguckt. Ja, das heißt, irgendwann wird diese Applikation hier, also übrigens alles Vanilla-JavaScript, weil ich keine Lust auf Bildprozesse habe, der löst irgendwann diesen Endpunkt aus und sagt, ja, okay, der Spieler hat es geschafft, das ist jetzt irgendwie geklappt. Und dann wird entsprechendes Assignment hier als completed markiert und in dem Moment sehe ich dann nicht mehr das Rätsel, sondern dann die Auflösung unten, was ich darüber herausgefunden habe. Genau, also dafür gibt es halt einen Subprozessor, dann gibt es halt noch die EPS-Steuerung und die Warp-Kernsteuerung. Dazu gibt es halt die entsprechenden Systeme im Maschinenraum, die auch, wo hat die auf diesem Raspberry laufen. Da habe ich dann auch tatsächlich ein User-Interface für, wo ich neue Presets für bauen kann. Jetzt mal gerade gucken, ob das noch funktioniert. Das Ganze ist alles gerade im besten experimentellen Modus, weil nächste Woche ist die nächste Veranstaltung und es gibt noch ein paar neue Features vorzubereiten. So. Ja, es gibt auch ganz hervorragende Fehlermeldungen, die gerade sagen, okay, der Warpkern ist halt gerade im Fundus, mit dem können wir gerade nicht reden. Schauen wir gerade, ob wir trotzdem noch auf die Verwaltungskonsole kommen. Ah, nehmen wir das doch so lange. Also dann kann ich jetzt hier ein neues Preset irgendwie bauen. Das ist so jetzt eine visuelle Darstellung des Warpkerns. Man kennt das ja immer, es laufen ja immer so diese Muster da drüber. Dann kann ich mir jetzt hier so ein neues Muster zusammenstellen und sagen, hey, so irgendwie, das sieht hier bestimmt voll großartig aus. Gerne, ach so, 3 als Offset, Namen denke ich mir später noch. Und dann kann ich hier einen Testlauf machen, wie das dann nachher auf der Hardware aussehen wird, wenn ich das dann drauf spiele. Kann ich das noch abspeichern und dann wird das dann in das entsprechende Format serialisiert und dann auf den Raspberry geschrieben. Genau, da gibt es dann entsprechende Subprozesse für. Kann man, wie gesagt, alles wieder abschalten, falls man sagt, na gut, vielleicht können die Spieler das jetzt gerade nicht mehr, weil es ist was kaputt gegangen. Dann den Bio-Alarm. Wäre für dieses Gebäude bestimmt auch ganz hervorragend. Integritätsstatus hatten wir. Das ist diese Konsole, wo ich den Maschinenraum melden kann, was kaputt ist. Mission Control, da gibt es dann also eine Konsole, wo ich entsprechend die aktuellen Befehle eingeben kann, die dann an sämtliche Stationen verteilt werden, dass es neue Informationen gibt. Das ist tatsächlich eines der Hauptprobleme auch. Wir spielen auf 2 Stockwerken mit 50 Leuten in, das weiß ich, 10 verschiedenen Räumen. Informationsfluss ist ein Problem. Da gibt es dann immer die Abteilungsleiterbesprechung, die berüchtigte. Aber es ist natürlich viel schöner, wenn tatsächlich die einzelnen Stationen auch den aktuellen Stand der Mission so mitbekommen und nicht immer erst nachfragen müssen. Das war tatsächlich beim roten Alarm früher auch mal anders. Bevor es das System gab, sind tatsächlich Leute dann durchs Haus gelaufen und haben so leuchtende Lampen überall aufgestellt und roten Alarm gerufen. Das geht jetzt ein bisschen schicker. Genau, wir haben auch ein bisschen Logistik an Bord.
Die Ops möchte gerne eine, wollte unbedingt Lagerverwaltung machen. Das können Sie jetzt auch. Achso, genau, hier, achso, ja, hier habe ich noch, also dazu kommen wir gleich, das ist eine MediaWiki-Integration, weil wir es Memory Alpha noch mit reingeladen haben. Wo haben wir es denn? Das hier sieht doch gut aus. Genau, und im Zweifelsfall habe ich jetzt hier irgendwelche Gegenstände, die irgendwo eingelagert sind. Und das hier ist so das, das Log, was passiert ist, wann das eingelagert wurde, wann das ausgelagert wurde und so weiter, von wem an wen. Und das kommt einfach stumpf direkt aus dem Event Store. Also da lohnt sich nicht mal eine Projektion für. Ja, Sternzeit ist ein großer Spaß, die ist nicht so einfach zu verstehen tatsächlich. Ich habe noch nie ein Value Object gehabt, das so hardcore durchgetestet ist wie die Sternzeit. Das Problem ist, sie fängt halt bei, also 0 ist halt der 1.1.2323 und von da geht das immer in tausender Schritten weiter nach einem Standardjahr. Also jetzt nicht irgendwie 365 Tage, sondern 365,25 Tralala Tage. So, und das inklusive Schaltjahrberechnung in der Zukunft. So, da kann man sich ganz schön auf die Nase legen bei, haben wir auch erfolgreich getestet. Dann kam irgendwann die Spielleitung an und sagt, na nee, das Jahr 2020, da konnten wir keine Veranstaltung machen, das zählt einfach nicht. Weil so in einem Nebensatz erwähnt, ich so, ach ja, wie schön. Ich brauche noch ein paar mehr Testcases, um das abzubilden. Aber ja, das funktioniert jetzt. Die läuft auch brav oben immer durch und ja, wir spielen halt so 269 Jahre in der Zukunft. 369, genau. Genau, was wir eben aus Versehen schon gesehen haben, das ist halt ein Media-Wiki hinten dran. Wir haben irgendwann mal einen Abzug von Memory Alpha, so dem allgemeinen Kanon-Wissensdatenbank aus dem Internet von der großen Star Trek-Community bekommen und gesagt, hey, wäre ja irgendwie cool, wenn wir das auch zur Verfügung hätten. Jetzt sieht so ein Media-Wiki standardmäßig jetzt eher so 3- aus. Und wir dachten so, hey, das hat doch bestimmt eine API, stellt sich raus, ihr habt es. Da muss man noch so ein bisschen HTML-Scraping machen und dann kann man das Wiki halt auch einfach in Neos darstellen. Geht schon auch irgendwie. So, was haben wir noch? Session, ja genau, wir haben so ein paar Minigames noch eingebaut, wo man noch so ein bisschen sich interaktiv Techno-Bubble an den Kopf werfen kann, um irgendwelche Rätsel zu lösen. Genau, Warpkern hatten wir. Und dann gibt es halt noch die ganzen Actuators. Und das ist halt ganz spannend. Das sind so quasi Event-Listener, wie man sie halt kennt. Das eine sind Stateful Actuators, das sind eigentlich eher so Richtung Projectors. Und dann gibt es noch die normalen Actuators, sind einfach nur Event-Listener. Zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Replay mache, kann man sich beim Alarmstatus ganz gut vorstellen, was passiert mit dieser Anzeige. Die fängt dann an, so ein bisschen Weihnachtsbaum zu spielen. Das möchte man vermeiden, dementsprechend gibt es dann auch Sachen, die beim Replay einfach nicht laufen. Andere hingegen kann halt schon mal passieren, dass irgendwie noch mehr Informationen rausgeschrieben sind oder dass irgendwie dargestellt werden muss anders. Das ist schon ganz nett. Ja, genau, ich hatte noch ein bisschen was erzählt zu Node.js, was ich da im Einsatz hatte. Ich dachte mir so, ja, es ist irgendwie uncool, da jetzt in JavaScript rumzuhantieren, wo ich so eine schöne PHP-Codebase habe, wo wir das Thema PHP Standard Level 9 hatten. Da ist PHP Standard Level 9. Das war auch ganz schön beim Update auf Neos 9. Es ist einfach nichts schiefgegangen. Jedenfalls habe ich immer gedacht, so, ja, wäre irgendwie schön, wenn das auch in PHP ginge. Stellt sich raus, ja, geht. Ich weiß nicht, wie das so lange an mir vorbeigegangen ist, aber es gibt ja durchaus auch React-PHP, was im Hintergrund laufen kann. Das sieht man jetzt hier unten, da gibt noch so ein bisschen Debug-Output. Ja, da hat sich jetzt irgendwie jemand verbunden und dann wird dann entsprechend eine Verbindung assigned. Dann kann ich noch sagen, wer bin ich eigentlich und von welcher Konsole aus und welche Abteilung und so weiter, damit das Ding entscheiden kann, an wen es eben die nächsten Nachrichten weiterschickt und an wen nicht. Und prinzipiell ist das auch einfach nur ein React-PHP-Server, wenn ich ihn finde unter den ganzen Paketen. Das Fastlane, genau. So, hier liegt einfach die Boot-PHP einfach nur rum.
Wo sämtliche Raumschiffe initialisiert werden, können natürlich auch mehrere unterwegs sein und die Alarmstatus sind natürlich unterschiedlich. Deswegen hat auch jedes Raumschiff seinen eigenen Event Store. Also falls jemand mal eine Kontextgrenze gesucht hat, für verschiedene Event Stores anzulegen, so eine Raumschiff-Außenhülle ist eine ganz hervorragende Kontextgrenze. Und genau, dann bootet das, dann wird aus dem Raumschiff rausgesucht, hey, welche Subprozessoren und beziehungsweise welche Actuators habe ich denn da konfiguriert, also im Prinzip als Nodes angelegt. Und dann jetzt ist so die Frage, ja, wie komme ich denn jetzt eigentlich an Nodes ran? Ich habe ja eigentlich gar keine Lust, Flow zu bootstrappen. Aber wir haben ja das NEOS 9 Content Repository hier drin. Das heißt, wir erstellen das Ding jetzt einfach mal statisch. Das geht prinzipiell schon, das Ding hat ja gar keine Abhängigkeiten auf Flow, was eine sehr feine Angelegenheit ist. Jetzt muss man aber relativ viele Entscheidungen treffen, wie man das Ding zusammenstöpselt. So, wo kriege ich jetzt meine Datenbankverbindung her und was gibt es eigentlich für Catch-up-Hooks und Projections und so weiter? Insbesondere, welche interessieren uns hier an der Stelle eigentlich? Wir wollen ja zum Beispiel keine Notes schreiben oder so, aber lesen wäre toll. Deswegen Catch-up-Hooks brauchen wir eigentlich nicht. Wie gesagt, keine Schreiboperationen. Aber zumindest mal einen Content-Graph initialisieren können, wäre schön. Um das machen zu können, brauchen wir ein Content-Repository. Dafür brauchen wir wieder einen Node-Type-Manager. Und den Node-Type-Manager kriegen wir nur über den Configuration-Manager. So, das Schöne ist, Flow ist ja ganz lieb zu uns. Und da Flow ja auch noch als normale Applikation läuft, schreibt es ja auch seine Konfiguration in den Cache. Stellt sich raus, ja, dann lest man diesen Cache einfach aus. Der ist auch immer aktuell, alles prima. Und da steht das ja einfach alles drin. So, dann gibt es ja einen Static Configuration Manager, macht das einfach alles, kann ich genauso fragen wie den normalen auch und dann kriege ich auch meine Datenbankkonfiguration und kann das Ganze zusammenstecken. Ja, das ändert sich ungefähr bei jeder NEOS 9 Beta, was ich da machen muss, aber dafür habe ich ja PHP 10 Level 9. Genau, der kann dann entsprechend, kann ich halt Nodes auslesen, ich kann halt gucken, welche Raumschiffe gibt es denn eigentlich überhaupt. In welchem Status befinden die sich, welche Actuators muss ich halt laden, also welche hier, das sind dann die entsprechenden React-PHP Listener und so weiter, wo kriege ich die her, ja, kann ich aus den Nodes installieren, die habe ich ja jetzt und dann kann ich dann pro Raumschiff quasi so eine Applikation starten. Genau. Noch eine kurze Sache zum Rendering in den restlichen Minuten, die ich habe, und zur Überleitung zum nächsten Talk oder einen der nächsten Talks. Was es hier in dem Ding nicht gibt, ist Fusion. Das Ding läuft nachher auf dem Raspberry. Ich habe jetzt einen Fünfer, da ist es sowieso kein Problem, aber vorher auf dem Vierer ist es schon so, ja, der hat jetzt nicht übermäßig viel Power. Da muss man ein bisschen sparsam mit Ressourcen umgehen und außerdem, ja, irgendwie. Schnelles Rendering schadet ja nicht. Und dementsprechend gibt es halt jetzt Komponenten und das ist das Einzige, was es gibt. Das hier ist ja ein Textform-Field. Wir gucken uns gleich mal eine Headline an, die ist ein bisschen einfacher. Das ist halt eine Komponente, die kann sich selber rendern, braucht keine Rendering-Engine und so weiter. Die braucht einfach nur die Parameter rein, die sie braucht zum Rendern und dann rendert die sich. Und das macht PHP einfach recht flott. So mal zum Vergleich, ich habe jetzt zwei NEOS 9 Seiten am Laufen, ein Kundenprojekt, was hat Standard Fusion benutzt oder einigermaßen Standard Fusion. Das hier benutzt halt den Component View, das ist auch eine Eigenentwicklung hier aus dem Lab. Und das rendert das halt einen Faktor 10 bis 20 schneller. Also das hier, so eine Standardseite hier hat eine Renderingzeit ungecached von so ungefähr 20 Millisekunden. Dann natürlich hast du noch den ganzen Flow, Bootstrap, Overhead und so weiter, aber das reine Rendering ist halt einfach richtig flott. So, und dementsprechend, wenn man sich jetzt mal so ein Hauptpackage anguckt, was haben wir denn mal zum Beispiel hier so medizinische Akten, dann gibt es entsprechend, also in manchen Packages gibt es halt noch eine Root Fusion, weil NEOS halt stirbt, wenn du ein Side Package anmeldet, was keine Root Fusion hat, da steht aber dann einfach nichts drin. Und das Spannende ist jetzt die Integration, die passiert hier entsprechend in Factories. Das heißt, ich kriege irgendwie die jetzt irgendwie ein Document-Node rein, das ist jetzt irgendwie so ein Health-Record. Und hier kann ich an der Stelle dann entsprechend einfach Komponenten zusammenbauen. Jede Komponente ist einfach nur eine PHP-Klasse, ist auch strikt getypt. Das heißt,
Ich meine, PHP-Standard in höheren Leveln in einem Standard-NEOS-Projekt zu erreichen, ist nicht so schwer, weil es einfach nicht so viel PHP-Code hat. Hier gibt es nichts anderes als PHP-Code. Und das Schöne an der ganzen Sache ist, wenn ich irgendwo was vergesse, irgendwie jetzt, ich habe jetzt so eine Komponente erweitert und die braucht jetzt eine zusätzliche Property, das kriege ich halt direkt serviert, wenn ich das irgendwo vergessen habe, weil sonst würde es halt nicht funktionieren. Und auch noch ein netter Nebeneffekt, ich gucke mal so nach der klassischen Headline, die gibt es bestimmt. Nehmen wir doch mal die hier. Die hat auch einen Headline-Type. Das heißt, wenn ich wissen will, interessiert, also jetzt, das Gute ist, es gibt ja in der Sternenflotte keine Marketingabteilung, entsprechend interessiert sich auch niemand für SEO, aber wenn wir wissen wollten, wo überall H1 platziert sind, dann finden wir das hier über. Hey, es gibt genau einen. Juhu. Okay, genau. Das Problem an der ganzen Sache ist, jetzt muss man seine Headline-Komponente halt wirklich so schreiben, damit die auch funktioniert. Es gibt ja keine Templating-Engine oder irgendwas, was transpiliert wird oder irgendwie umgewandelt. Das ist für mich total fein, weil ich eh Backend-Entwickler bin. Und tatsächlich, Tailwind funktioniert auch so. Man muss ihm nur sagen, guck dir halt PHP-Dateien an für die Generierung. Aber sowas wird man natürlich jetzt so dem Frontend-Entwicklern vielleicht eher nicht vorsetzen. Da braucht es irgendwie noch einen anderen Ansatz für. Das gucken wir uns dann nachher in einem anderen Talk an, wenn es Beyond Fusion geht. Genau. Ja. Haben wir noch Zeit für Fragen? Ich würde sonst schon mal mit einer Frage starten. Und zwar, verstehe ich das richtig, dass du sozusagen also jetzt für diese Interaktion quasi, die du beschrieben hast, dass sozusagen du hast diesen Websocket, der die Anfragen entgegennimmt und da bootest du quasi das Content Repository komplett ohne Flow und NEOS, aber schreibst halt in dasselbe rein, wie das, was halt auch im NEOS-Backend ist, und das ist halt so der ganz normale Prozess quasi. Ach, abgefahren, ja, cool. Also, und die eigentliche Business-Logik läuft quasi in diesem Nicht-NEOS, also in dem, also diese Reaktionssachen. So ein bisschen was. Also das ist eigentlich nur ein Event-Relay. Also das macht hauptsächlich eben die Socket-Verbindungen und verbindet alle Clients miteinander. Das ist insbesondere für den Arduino halt wichtig, weil du willst halt nicht die Request-Zeit eines Flow-Commands abwarten, bis dein Tastaturdruck funktioniert hat. Das ist zu langsam. Sondern das muss ja irgendwie instantan gehen und dafür sind Websocket-Verbindungen einfach total großartig. Da kam das ursprünglich her. Mittlerweile läuft da ein bisschen Business-Logik drauf. Das heißt, wenn man jetzt so ein interaktives Spiel startet, dann muss ja irgendwie ein Timer laufen, der alle 10 Sekunden neue Aufgaben rausgibt und so weiter. Das ist da auch implementiert. Aber wenn da wirklich was am Content Repository geändert werden muss, dann schickt es den entsprechenden Command an einen HTTP-Endpunkt, also in einen Controller zum Beispiel, in regulär gebooteten Flow, damit dann das Content Repository auch sauber verarbeiten kann. Also das würde hier sicherlich auch irgendwie funktionieren, die Schreibseite gescheit hinzukriegen, ist aber mehr Gefrickel, weil man irgendwie noch mehr auslesen muss und wir haben halt keine Dependency Injection an der Stelle und so weiter. Aber wie gesagt, das tatsächlich nur die Leseseite braucht, um entsprechend darauf reagieren zu können und einfach ansonsten nur Messages verteilt, reicht das vollkommen aus. Mega, ja. Danke. Weitere Fragen? Alle geflasht. Irgendwelche noch interessanten Teile, die ihr nochmal sehen wollt oder so? Vielleicht noch eine Frage, über welchen Zeitraum habt ihr das oder hast du das erstellt? Weil ich finde es ja riesig, also schon die Menge an Paketen und also das ist ja, muss ja riesig sein, oder? Ja, ja. Also das, wie gesagt, das ist, also ich habe 2013 mit der ersten Version angefangen. Da ging es wirklich erstmal nur darum, irgendwie diesen Alarmstatus abzubilden. Und dann kamen mit der Zeit halt immer mehr Requirements rein. Und so, hey, kann man das machen? Kann man auch das machen? Kann man auch das machen? Ja, klar, kann man das machen. Und das lief dann letztendlich darauf hinaus, dass ich halt dann so richtig Requirements-Workshops gemacht habe mit den einzelnen Abteilungen, also richtig auch so mit Event-Storming und was passiert eigentlich bei euch in der Abteilung, wie können wir das irgendwie abbilden. Man muss auch mal so ein bisschen Entscheidungen treffen, wo hilft denn das System eigentlich bei und wo nimmt es gegebenenfalls Spiel weg, weil das möchte man nicht machen, weil die Leute sollen ja nicht den ganzen Tag am Rechner sitzen, gemeinsam zu 50, so. Ist ja keine LAN-Party. Aber an welchen Stellen unterstützt es halt das Spiel und macht es halt ein bisschen schöner und immersiver und so. Das ist so Ziel der Veranstaltung.
Und wie lange spielt ihr das dann immer? Ist das dann ein Wochenende? Oder? Das ist ein verlängertes Wochenende. Das geht von, also Dienstagabend ist dann Aufbau bis Mittwochabend. Mittwochabend geht es dann los und das geht dann bis Sonntagvormittag. Cool. Mega krass auf jeden Fall. Ja dann, vielen Dank. Sehr gut.